Ja, hallöle, Freunde der guten Laune, bester Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen weiteren Video hier bei Sebas rund um die wundervolle Heinsberg-Map vom guten Jannis und der hat am 20. Hey! Ich bin gerade mitten bei der Ankündigung. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ach, es ist aber auch wirklich, die Heinsberger sind schon ein lustiges Völkchen. Nee, der gute Jannis hatte nämlich am 20. Februar eine Streckenerweiterung herausgebracht rund um Erkelenz. Ich bin schon ziemlich doll gespannt. Hier auf der Linie 412 haben wir nämlich eine Erweiterung erhalten. Die bezieht sich mittlerweile nämlich auch hier vom Bahnhof aus rein links einmal hier rum und verbindet wahrscheinlich viele, viele kleinere Ortschaften rund um Erkelenz. Einfach als kleines Beispiel hier Erkelenz, Aachener Straße, Erkelenz, Oldmannhof. Wir haben hier Erkelenz, Bauxhof, Erkelenz, Gymnasium und dann später, das hatten wir aber schon vorher gehabt, Erkelenz ZOB. Diese Strecke werde ich mit euch jetzt gemeinsam fahren. Das heißt, wir werden eine kurze, knackige Strecke fahren. Wir werden auch ein paar kleine Umwege fahren, sofern das möglich ist. Wahrscheinlich führt die Linie einmal hier entlang. Wir werden ganz kurz hier links abbiegen und uns das Ganze auch mal angucken. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal auch ein paar Screenshots am Ende des Videos veröffentlichen. Wenn ich daran denke, müsst ihr mal am Ende gucken. Und ihr könnt gerne mal euer Lieblings-Screenshot auswählen. Und ja, falls ein paar Kommentare zusammenkommen, können wir sehr gerne das als Thumbnail verwenden. Also, legen wir los. Also, das heißt, ich werde ein provisorisches Thumbnail legen und dann gucken wir uns das Ganze mal gemeinsam an. Wir sind wie immer mit dem VDL hier unterwegs in der Westverkehr-Lackierung. Und ja, wir bereiten mal alles vor. Ich glaube, was ich gerade gesehen habe, Passanten bzw. Fahrgäste warten jetzt hier nicht auf unsere Abfahrt. Nichtsdestotrotz müssen wir alles hier vorbereiten. Das heißt, Start 2954. Okidoki, die Linie 412 und der Kurs 08. Wunderbar, können wir loslegen. Falls jemand einsteigen möchte, kann er gerne dazusteigen. Könnt ihr kurz mal warten? Nee. Gut, keiner mag. Heute ist der Busfahrer also allein. Okay, Bremsen sind gelöst. Wir machen uns bereit. Ich bin aufgeregt. Legen wir los. Map lasser vorzeihbar an. Ich kenne die Linie nämlich auch noch nicht gar nicht so gut. Ich müsste mir mal wieder Navi anmachen. So, jetzt heißt erstmal um die Kurve herumkommen. Gar kein Problem für mich. Alten Hauding hinterm Buslenkrad. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Links, ja, bescheidene Sicht. Und wir rollen einfach ein bisschen an. So. Und dann geht's einmal hier links runter. Ich freue mich immer wieder, wenn Jannis auch was veröffentlicht, eine neue Kartenerweiterung herausgibt. Und wie gesagt, wir werden nochmal ein Video machen und die komplette Karte mit reinnehmen. Wenn Willi, Pascal und Jannis was Schönes machen, dann freue ich mich immer wieder. Nächste Haltestelle, Erkelenz Aachener Straße. So, wir hatten diesen Teil, hatten wir schon vor ein paar Monaten oder seit ein paar Monaten. Hier das Ganze natürlich jetzt hier, wo wir rechts abgebogen sind, hier Erkelenz Aachener Straße, das ist komplett neu. Und wie immer, ja, man muss es halt einfach vorweg sagen. Ich bin auch jemand, der gar keine kritischen Sachen dazu sagen möchte, weil ich es einfach Geschenk genug finde, was die drei Jungs, besonders die drei Jungs halt machen. Und auch hier wieder traumhaft schön, schön im Stile von Jannis, muss man sagen. Hier im Kreisverkehr. Jetzt braucht man auch die. Jetzt kann man die. Da kann man natürlich die Frage stellen, muss hier ein Kreisverkehr hin? Ich denke mal, hier wird es wahrscheinlich ein Kreisverkehr sein. Ich habe den jetzt mal so gut es geht versucht zu nehmen. Ah, sehr viele Grünfläche, sehr viele Häuser. Und. Wir müssen mal gucken. Ach, da vorne ist der nächste. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Haltestelle? Wird aber nach einem kleinen Kreisverkehr in eine Linkskurve hinein. So, jetzt müssen wir hier. Oh, hier wird's eng. Hier wird's eng. Hier wird's lustig. Aber, das heißt, mit dem VDL kommen wir gut vorbei. Ich weiß gar nicht, welchen ich habe. Ich glaube, ich habe die relativ lange Variante hier. Aber in zwei Türen. So. Einmal hierin. Irgendwo bin ich gegengekommen. Kann aber auch ein Fahrradfahrer gewesen sein. Naja, das passiert schon mal. Gut. Ha, schön. Dann bereiten wir mal das erste Thumbnail vor. Haltet euch bereit, Freunde. Thumbnail kommt am Ende des Videos, aber es kommt ein Thumbnail. So, du kleine Maus, du willst einen Fahrschein haben. Zack, 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 zack.
sich wieder ein bisschen zurechtfinden. Ich finde immer noch so ein bisschen, dass der Monitor beim VDL hier ein bisschen weit weg hängt. Bei keinem anderen Bus muss ich hier so reinzoomen. Ist jetzt kein großer Kritikpunkt, aber ist halt manchmal ein wenig nervig. So, 4-Fahrten-Ticket. Erwachsene. Kurzstrecke im Barze gezahlt. Und die junge Dame will hoffentlich keine Quittung haben. Nee, will sie auch nicht. Wir können die Türen schließen. Und dann geht's auch schon weiter. So, ganz kurz mal auf die Karte geguckt. Ja, hier fahren wir noch rechts lang. Okay. Ja, wir machen dann gleich mal einen ganz kleinen Umweg. Zeit haut noch aktuell hin. Aber gut, wir haben noch eine kleine Strecke vor uns. Aber auch schön toll. Oh, ja, komm ich vorbei. Mit eng. Ja, gar kein Problem für mich. Schön, toll. Aber wie gesagt, wir fahren ja gleich nochmal zurück und sehen wir es ein bisschen besser auf der linken Seite. So, hier muss ich jetzt aufpassen. Einmal. Achso, oh, war zweispurig gewesen. Deswegen habe ich keinen Führerschein. Gut, wie gesagt, nächstes Halt ist Erkelenz Oitmannhof. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die Haltestelle ist da vorne. Hier zur linken Seite haben wir schön Kaufland. Hier vorne sollen wir halten. Gut, hier wollte auch keiner aussteigen. Warte mal, da war ja so ein schöner Kaufland gewesen, oder? Na, da fahren wir doch mal rauf. Wir wollten sowieso, glaube ich, genau, hier wollten wir links abbiegen. Also wir fahren jetzt nicht geradeaus, wir fahren ganz kurz mal hier links rein. Wir wollen uns ja auch mal diesen Bereich so ein bisschen angucken. Ah, schön. Ach, ist immer herrlich. Okay, das ist für mich immer eine pure Vorfreude. Als würde man DLC von einer seiner Lieblingsspiele gerade kaufen und herunterladen und ist kurz davor, das dann das erste Mal zu spielen. So, Kaufland. Das ist ziemlich eng hier. Ah, kriegen wir hin. Der VW Passat auf Platz Nummer 23. Der Fahrer soll sich bitte melden. Es gibt einen leichten Schaden. So, kommen wir hier eigentlich irgendwo noch raus? Ja, Zäune. Ja, ich gucke mir gerne alles an. Oh, hier ist natürlich Ende Gelände für den Bus. Oh, Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr. Ich find's immer erstaunlich. Ich war früher in Berlin. Berlin fing ja schon sehr früh an, dass wir um 7 Uhr aufgemacht haben und so bis 9, 10 Uhr offen hatten. Ja. Und die ganzen Ortschaften, ich sag jetzt mal vermeintlich Dörfer, Kleinstädte, bei denen war es auch erst ab 8 Uhr, manchmal auch sogar ab 9 Uhr, bis maximal 20 Uhr. Das hat sich natürlich jetzt auch komplett geändert. Mittlerweile ist man schon daran gewöhnt, dass eigentlich alles von 7 bis mindestens 9 oder 10 Uhr offen hat. Ich war letztens erstaunt gewesen bei unseren Netto in der Nähe. Die machen von, von 8 bis 20 Uhr nur auf. Oh, jetzt hänge ich aber hier irgendwo fest. Oh, vorsichtig. Hier eigentlich überhaupt rum? Boah. Wie sehr willst du dich in deinen Parkplatz eingraben? So. Okay. Ach, das war schon wieder so eine richtig schlaue Idee gewesen. Verzeiht mir, Leute. Geht gleich weiter. Gut, back on the road, wollte ich fast sagen. Nicht ganz. So, hier war, glaube ich, irgendwo ein Ausgang. War hier ein Ausgang gewesen? Naja, gut, da könnte man rausfahren. Aber ich glaube, hier war irgendwo eine Ausfahrt gewesen. Rasen. Ja, oder wahrscheinlich... Ich weiß nicht, war da eine Ausfahrt gewesen? Wo geht's hier raus? Oh, ein Kaffee-Bockwurststand. Ah, hier.
Gut. Aber wir fahren ja trotzdem. Ach, guck mal, hier ist auch ein Spielplatz. Nein! Na, ja, du! Das ist deine eigene Schuld. Kannst du gleich so dünne Bier fahren. Die entziehen dir deine Garantie. Gut, wir fahren jetzt hier einfach kurz nochmal lang. Und dann links. Aktuell passt das ja von der Zeit her sogar auch noch. Wie gesagt, das wollen wir uns auch mal ein bisschen angucken. Ihr könnt natürlich auch, ihr habt noch ein paar Haltestellen mehr. Die könnt ihr mit euren eigenen Betriebssystemen, beziehungsweise Betriebsplan verbinden. Betriebssystem, Betriebsplan natürlich verbinden. Und habt ihr nämlich auch die Haltestellen, weil, ich glaube, hier ist eigentlich normalerweise auch noch eine Haltestelle. So, jetzt mal ein bisschen schneller hier. Will auch noch rüberkommen. Kommt, Leute. Das muss ich gleich den Berliner machen hier. Ach, scheiße. Oh, hoppala, ja, war, ich wollte hier links abbiegen. Aber auch schön mit der großen Kreuzung hier. Warte mal, bleib mal lieber hier. Jetzt, schnell rüber. Mit Engel, keine Ahnung, Vorsicht. Vorsicht. Danke. Gut. Nee, schön. Auch hier mit der Tankstelle. Toll. Wir müssen auch unbedingt mal wieder ein Video machen. Das wollte ich ja, hatte ich ja schon damals bei Janis auf der Heinsberg Web gemacht, auf der ursprünglichen, auf der älteren Version. Und das wollte ich ja ganz gerne auch bei Willi, aber auch bei Pascal machen, indem wir mit Google Maps Bildern das Ganze mal vergleichen. Was ich halt einfach an diesen, besonders an diesen drei Karten liebe, erstmal, sie sind, denke ich mal, sehr detailgetreu. Wir müssen jetzt geradeaus, denke ich mal. Scheiße, wir haben uns verfahren. Wir hätten links abbiegen müssen. Okay. Ah gut, wir müssen einmal umdrehen. Nee, die sind aber sehr detailgetreu. Und das merkt man aber auch. Man fühlt sich halt wirklich so ein bisschen wirklich halt in dieser Stadt einfach. Das finde ich halt so toll daran. So, jetzt, wie gesagt, irgendwo jetzt versuchen hier zu wenden. Ach, auch suboptimal ja alles. Ah, Leute, ja, ich komme nachher zu euch. Fahren jetzt einfach mal. Solange TML es noch nicht geschafft hat, KI oder NPC-Busse zu implementieren, passt es ganz gut. Da kommt uns keiner entgegen. So. Ja, okay, wir müssen aber links abbiegen. Aber schön, ey. Ich weiß gar nicht, war die Straße jetzt geradeaus? Das ist ja auch quasi ein neuer Teil von der Streckenerweiterung. War die vorher zu gewesen? Kann mich kaum entsinnen. Komm, ich mach mal hier ganz kurz ein bisschen Platz hier. Nee, aber wie gesagt, ich finde diese Flora und Fauna, das Ganze drumherum, das, was hier Janis zum Beispiel gesetzt hat, das fühlt sich einfach halt wie so eine Stadt an. Das ist so richtig, richtig toll. Oh, ich nehme mal ganz kurz hier die Vorfahrt. So, wie gesagt, nächstes ist das Erkalenz Gymnasium. Da werden wir auch nochmal einen Screenshot machen. Da vorne müssen wir rechts abbiegen. Schön. Ein bisschen aufpassen. Gar kein Problem. VDL, die lange Variante, die ist immer ein bisschen sehr tricky. So, hier haben wir ja eigentlich schon gehalten. Die sind sowieso alle mit ihren Handys wahrscheinlich beschäftigt. So, ey du, nach diesen Kapriolen gerade einmal 6 Minuten ungefähr zu spät. Oh. Schön. Ja, also man kann es halt einfach bildlich vorstellen, dass es halt dann wirklich so aussieht. Oh, kann man hier reinfahren? Das ist immer einer meiner ersten Fragen. Kann man hier reinfahren?
So, hier ist auch noch ein Zwischenhalt anscheinend. Den kann man auch irgendwann mal setzen. Oh, 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 hier wird's aber eng. Uiuiuiui. Passen hier zwei Autos vorbei? Wahrscheinlich, wa? Muss halt nur so ein bisschen aufpassen. Schön. Ey, ach, das gefällt mir so gut. Das ist... Das macht einfach richtig viel Spaß. Hier wieder ein bisschen aufpassen. Hier wird es wahrscheinlich auch ein bisschen enger. Gerade mit den parkenden Autos. Das passt aber hier von der Breite her. So, dann sind wir Erkelenz Gymnasium. Na gut, hier will auch irgendwie niemand einsteigen. Muss man ja nicht. So, weiter geht's Richtung Erkelenz Ziegenweiher. Fahren wir gar nicht den ZOB an? Nee. Okay, wir fahren nicht den ZOB an. Ja, Freund, das war im Endeffekt schon die Erweiterung gewesen, aber eine sehr, sehr schöne Erweiterung, wo man mal wieder merkt, dass richtig viel Arbeit drin gesteckt hat. Schade, wir hätten uns mal eine eigene Strecke machen sollen. Da hätten wir wirklich mal so eine Kurzstrecke bedienen können. Aber trotz alledem war es richtig schön gewesen. Ich fahre mal Richtung ZOB. Dürfte jetzt eigentlich niemand von rechts oder links kommen? Fahren wir Richtung ZOB, nehme ich jetzt hier einmal rechts rein. Und Freunde, ja, das war es im Endeffekt auch gewesen. Ich wollte ganz gerne die Strecke vorstellen. Sämtliche Sachen von Jannis sind natürlich auch in der Videobeschreibung mal wieder verlinkt. Jannis, vielen lieben Dank mal wieder für deine Arbeit, die du da reingesteckt hast. Und ja, das war es im Endeffekt auch schon gewesen. Sollte ein kurzes, knackiges Video sein. Ich wollte mir das Ganze gerne mal angucken. Ich wollte einfach mal mir die neue Strecke einfach angucken und schauen. Achso, ist jemand ausgestiegen? Der hat keinen Bock mehr gehabt wahrscheinlich. Der geht jetzt. Ich dachte jetzt, der geht gehen Richtung Himmel. Nee, aber ich wollte es mir einfach mal kurz und knackig hier angucken. Ich würde mal sagen, komm, ich fahre noch mal ein bisschen hier durch die Gegend. Wir machen noch ein paar schöne Screenshots und dann könnt ihr gerne am Ende des Videos entscheiden, welches von denen hier als Thumbnail reinkommen soll. Natürlich aber nur von der Streckenerweiterung. Freunde, guten Laune. Das war's gewesen. Wo muss ich denn lang? Genau, hier lang. Die rote Ampel haben wir einfach mal gekonnt übersehen. So, sehr schön. Ach, herrlich. Und das muss ja wahrscheinlich das Gymnasium hier gleich auf der linken Seite sein. Hier schon? Schon Gymnasium? Aber ich glaube hier direkt an der Bushaltestelle. Oh, was ist das denn? Ah, das ist eine Straße. Hier wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich das Gymnasium, oder? Janis, bist du da raufgegangen? Aufs Gymnasium? Ich stelle jetzt so viele Fragen. Verzeihung. Ah, schön. Ah, toll. Wo ist das Gymnasium? Nee, wa? Who knows, who knows? So, vorsichtig hier. Oh, 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 hier ist ein Wegeschild. Auf dem Wegeschild müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. War gestern hinten wahrscheinlich wieder richtig schön durchgerüttelt. Schön. Hm, ist es herrlich. Diese Liebe dazu, das ist so toll. Und es läuft wirklich sehr flüssig. Also läuft wirklich sehr, sehr gut. Und Jans hat ja hier wirklich eigentlich gefühlt alles reingesteckt. Die ist so vollgepackt. Mit parkenden Autos, Bäumen, Hecken, Häuser. Und läuft richtig, richtig gut. Leute, Leute, Leute. Ach komm, wir gehen nochmal zu Kaufland einkaufen. So. Suchen wir uns einen schönen Parkplatz für unseren Bus. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, oh, guck mal, da können wir gleich zum Spielplatz gehen. Können wir uns so zu die Mütti stellen. Vielleicht freuen die sich auch über eine neue Kennenlernmöglichkeit. So, ja, wo ist denn hier ein Parkplatz frei? Ah, vielleicht hier auf der linken Seite. Falls jetzt jemand einen Parkplatz sieht, einfach mal schreiben hier. Oh, was ist denn da los? Was ist denn da los? Haben die Zoff miteinander? Gab es da Stress beim Einkaufen? Oh, oh, ist da richtig Rudelbildung hier. Oh, oh.
Naja, das sind so zwei Klicken wahrscheinlich. Naja. So läuft das ab in Erkelenz. Oh shit. So. So, hallo? Könnt ihr mal bitte aus dem Weg gehen? Ich muss da rein, da ist ein Parkplatz. Da gibt's Kaffee und eine Bockwurst. Leute. Ach, ey. Okay, vorsichtig. Vorsichtig, Vorsicht, junge Frau, Vorsicht, passen Sie schön auf. Och nee, ach nee, der nächste Hippie. Oh! Du brauchst mehr von Heinsberg? Trete aber in Discord-Server auch, ja, könnt ihr gerne beitreten. So, jetzt wird's ein bisschen enger. Ach, ey, ihr Juppies, wa? So, Vorsicht, Vorsicht! Gib es ja nicht, ey. So. Ah, guck mal, hier ist ein schöner Parkplatz. Vorsichtig. So, bisschen Platz machen, falls jemand anders vorbei möchte. So, wunderbar. Schön. So. Kaffee und Bockwurst, ich bin bereit. Ah, herrlich. Hallöle. Ja, ein Kaffee bitte. Sind das Ihre Kinder? Die gerade auf dem Boden liegen und schreien? Ah, süß. Ob ich Kinder habe? Gott bewahre, nein, ey. Aber ihre sind schon ganz knuffig. Wie heißen sie denn? Ah, Jason und Jeremy. Schöne Namen. Wer ist denn von den beiden Jason? Wer ist denn von den beiden Jeremy? Ah, Jeremy ist mit den ausgekugelten Armen und Jason der mit dem mit der blutigen Nase. Ja, du. Kinder sind schon was Schönes. Oh, das sieht am perfekten Parkplatz aus. Das ist meine Lücke. Ich stelle mich einfach einmal so quer rein, dann passt das. Und wie immer heißt es, nicht irgendwelche Fußgänger überfahren. Nicht schon wieder. So. Das sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Vorsicht, der Jeep. So, voll einlenken. Na, das war aber kein Fußgänger gewesen. Das halten wir schon mal fest. Oh, das ist... Das ist hohe Kunst. Vorsicht da hinten. So. Aha. So. Obacht. Steht die Frau da noch? Na gut, die Frau hat's erwischt. Sagen wir mal so, wir sind wie bei Mario. Wir haben einfach so zwei, drei Leben. Also, heißt... Oh, das wird hier sehr eng. Ja. Okay. Ja. Ja, du, das passt. So sieht perfekt aus. Millimeterarbeit. Parkplatz gefunden. Muss mir einer erstmal vormachen. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Oh. Oh, shit. Nicht schon wieder. Oh, nicht schon wieder. Das ist immer hier so Ecken, da musst du halt immer so ein bisschen aufpassen, falls jemand kommt. Nee, alles frei.
Ah, das ist aber auch eng. Und das mögen wir ja so sehr. Oh, perfekt. Ein Parkplatz vor der Haustür. Was willst du mehr? So. Kriegen wir hin. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, das wird natürlich jetzt hier ein bisschen wieder enge. Oh, vorsichtig. Ein wenig gegenlenken. Als wenn das auf Anhieb funktioniert. Vorsichtig. Perfekt. So. Na siehst du. Auch ein Busfahrer muss vor seiner Haustür parken können. Gehört alle zur Ausbildung dazu. Gut. Wunderbar. Sehr schön. Ah, herrlich. Oh, ja. Wollt ihr mitkommen? Ich hab Netflix. Amazon, Disney Plus. RTL Plus haben wir auch. Komm mit. Aber Essen und Trinken nimmt jeder für sich selber mit. Davon haben wir nicht allzu viel. Und Finger weg von meinem Gönnergy. Die neuen drei Sorten sind der Hammer. Also. Oh, das ist aber wirklich gut eingeparkt. Supi. Achso, ja. Ja, und an euch Freunde, die gerade zugeguckt haben, das war's gewesen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Es geht natürlich mit Sebastian weiter. Das war einfach wirklich nur eine kurze, knackige Folge gewesen, um halt einfach mir ein bisschen die neue Streckenerweiterung von Jannis anzugucken. Vielen lieben Dank an Jannis, vielen lieben Dank aber auch an Willi und an den guten Pascal, dass ihr so viel Arbeit und Liebe in eure Karten für uns reinsteckt. Vielen lieben Dank, Jannis. Macht einfach weiter. Vielen lieben Dank. Ich kann mich da einfach nicht genug bedanken. So was Schönes. Also, Freunde, falls ihr Bock habt, unten in der Videobeschreibung ist alles verlinkt. Da könnt ihr Jannis und allen anderen folgen. Ihr könnt ihn gerne auch da ein paar Spenden da lassen. Ein kleines Trinkgeld hier und da. Freuen wir uns bestimmt auf. Wir sehen und hören uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. Achso, ja, und natürlich, unser Mod-Contest ist nicht vergessen. Ich werde die Tage mal versuchen, bis zusammenzusammeln, aber gerade bin ich auch viel mit anderen Sachen beschäftigt, aber da steht auf alle Fälle an. Also, wir sehen und hören uns. Macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.